Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute soll es ein bisschen um das Thema Acne inversa gehen. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Jakob Niebler, bin ganzheitlicher, unabhängiger Gesundheitsberater, mache das jetzt mittlerweile auch schon seit 8 Jahren. Habe da eine eigene Geschichte, kenne beide Seiten, war auch auf der anderen Seite und betroffen. Ist eine lange Geschichte, werde ich auch einiges davon erzählen heute und dann gucken wir uns und hören wir das vor allem uns mal an. So. Sehr Genau, schön. sehr interessantes Thema, was auch noch im Schatten viel läuft. Acne inversa kennen wenig Leute. Spezielle Akneform, sehr schmerzhaft und bleibt oft die Ursache unentdeckt. Und man kann aber viel machen und darum geht es heute, genau. Vielleicht einmal als einleitende Worte, warum jetzt dieses Thema Acne inversa? Jetzt ist es so, dass wir schon einige Male in unseren Coachings damit zu tun hatten, dass wir Leute bei uns sitzen hatten, die Acne inversa hatten. Und Acne inversa ist, wie er eben schon erwähnt hat, eine ja, Sonderform von der Acne. Und in diesem Podcast wollen wir bei dem Thema einfach mal ein bisschen ja, Licht in das Dunkel schaffen und auch den meisten mal erklären, was ist Acne inversa überhaupt? Möchtest du das vielleicht einmal erklären, was Acne inversa jetzt konkret ist? Ja, unter Akne versteht man ja generell, dass das entzündete Pusteln sind, verschlossene Talgdrüsen und so weiter. Ja, und man kennt auch Schweißdrüsenabszesse, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehabt, wenn jetzt nach dem Rasieren sich was entzündet. Das können Schweißdrüsenabszesse oder auch normale Abszesse eben durch bakterielle Verunreinigung in der Wunde sein. Und bei Akne inversa ist das so, dass im Prinzip, also das ist auch erwiesen, aber generell muss man sagen, die Entzündung kommt von innen. Das ist nicht eine äußere Einwirkung. Ja, das ist wie oft bei der Akne so, dass eben die Ursache im Inneren zu suchen ist. Also Darm, Immunsystem, Vergiftungserscheinungen auch. Ja. Und das ist eben im Prinzip ein Weg, wie der Körper diese Gifte über die Haut, was auch das größte Entgiftungsorgan ist, loswerden will. Und weil er einfach überlastet ist mit dem körpereigenen Entgiftungsmechanismus. Und dann ist das so eine Notlösung quasi. Am Anfang hört man da oft, ja, dass eben Hygiene schuld ist oder vom Rasieren kommt das, ja, aber das ist vereinzelt der Fall, ja, wenn man wirklich sowas mal einen Abszess hat durchs Rasieren, wenn man sich schneidet und das nicht vernünftig säubert und verbindet, sag ich mal. Aber wenn das immer wieder kommt, ja, und wirklich eine äußere Einwirkung man eigentlich ausschließen kann, dann ist es meist so, dass das eben von innen kommt oder was bleibt anderes übrig, ja. Und das ist wie jede Autoimmunerkrankheit im Prinzip, dass das in Schüben verläuft. Das fängt mit einem Knoten an. Eine Woche später sind es zwei, drei. Dann 4 Wochen später sind es fünf, sechs. Und irgendwann denkst du, ja, das kann ja nicht sein. Da verheilt einer mal so. Der eine wird vom Arzt geöffnet und so weiter und so fort. Muss ja irgendwann Schluss sein. Aber es geht immer weiter. Und das wird dann angefangen mit Lotions, Antibiotika, antiseptische Salben und so Geschichten, was aber nur eben symptomatisch hilft. Und das ist da das Problem, sage ich mal. Ja, wenn der Ursprung da nicht angegangen wird und das ist eben intern, körperintern ein Problem, ja, durch den Lebensstil bedingt, Vergiftung. Wie gesagt, das hat viele Facetten, aber dadurch wird das eben immer nur symptomatisch in der Medizin auch behandelt, was natürlich auch Teil davon ist, ja, natürlich, klar, aber das ist nicht die Lösung und das sehen wir immer wieder bei sehr schweren Fällen und die Leute kriegen das auch nicht los, ja. Sehr komplexes Thema, aber es gibt da Ansätze und vor allem auch Lösungen. Genau. Du hast jetzt häufiger die Worte Knoten und Abszesse verwendet, die ja auch typisch für die Acne inversa sind. Genau. Und ich glaube, viele können sich darunter nicht unbedingt was vorstellen, was das jetzt konkret bedeutet. Okay. Und ich würde jetzt einfach sagen, es ist so eine Art wie ein größerer Pickel, also ein wirklich großer Pickel. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, genau. Das sind teilweise wirklich, die können bis zu Hühnerei groß werden, auch ja, je nachdem, wenn die sich dann infizieren, ja. Und habe ich alles gesehen, die entleeren sich dann mit Bluteiter und so weiter. Also besonders dann im späteren Verlauf, ja, werden die immer größer auch und die bilden Fisteln unter der Haut. Also die sind auch dann vernetzt im Endeffekt und dann muss das oft operiert werden, auch ja, wenn das im späten Verlauf ist und das sind extremste Schmerzen, also ein Pickel. Ist unangenehm, kann unangenehm sein, aber ein Abszess ist mal 10, sage ich mal, ja. Und wenn davon mehrere an einer Körperstelle sind,
sagen wir mal, das tritt vermehrt unter den Armen im Intimbereich auch auf, ja, vor allem am Anfang. Weil meine Theorie dazu, da sitzen eben die meisten Lymphknoten und Lymphbahnen auch, ja, da entgiftet der Körper am meisten. Das merkt man auch unter den Armen, schwitzt man mehr, auch im Intimbereich, man schwitzt mehr, genau. Und deswegen tritt das da als erstes und vermehrt auch auf, ja. Also meine Theorie ist schwer zu beweisen, sowas, klar, man müsste die Lymphflüssigkeit dann untersuchen, inwiefern das möglich ist, ist nicht mein Thema, aber so ist meine Theorie und so macht das für mich auch Sinn, um ehrlich zu sein, ja. Okay. Also es ist einfach ein extrem schmerzhafter Pickel, ja. Also und der sitzt auch tief, meistens in Form, also im Falle von Acne inversa sitzt er auch tiefer unter der Haut. Man sieht nicht einen Kopf oder irgendwas. Das kann später mal so sein, ja, dass das wirklich austritt. Aber die meisten Abszesse vergehen, wie sie auftreten, dann über ein paar Tage, ja, und es kommt aber eben immer wieder und manche infizieren sich dann und das ist die große Gefahr, wenn da Bakterien ins Spiel kommen, sich da einnisten, dann wird es eben richtig kritisch und dann ist die Haut auch teilweise nach vielen Jahren, Jahrzehnten dauerhaft geschädigt, ja, und das ist das große Problem, da sollte man nicht hinkommen, es ist, wie gesagt, die Informationsdichte ist da sehr gering, ja, und die Betroffenen kriegen nicht die richtigen Infos, muss man leider so sagen, und klar, die Medizin, das hat alle seine Daseinsberechtigung, aber das sind eben chronische Probleme, multifaktorell. Da muss ein ganzheitlicher Ansatz her und der Lebensstil ist nun mal die einzige Waffe, die wir wirklich gegen diese Geschichten haben. Ja. Okay. Wie auch bei Akne. Ja, jetzt haben wir viel über Symptome gesprochen. Also im Prinzip, wie man es dann sieht, dass man Akne inversa hat, also dass man betroffen ist. Was würdest du sagen, sind so die typischen Ursachen? So in Bezug auf Akne bei uns, Bulgaris geht es ja hauptsächlich darum, Ernährung, Entgiftung, Entschleunigung, das sind so die Hauptthemen. Ja. Kann man das auch auf dich beziehen, auf dein Thema? Definitiv, das ist, ich sage immer, es ist wenn man einsteigt in diese Themen, Gesundheit und wie entstehen diese Probleme, da hörst du so viele unterschiedliche Sachen, ja. Und das ist ja genau das Problem auch, ja. Als Betroffener kommst du da rein und du liest diese Sachen und Horrorgeschichten und Theorien, sag ich mal, ja, die dich in dem Moment auch hemmen, dir Angst machen, ja. Ja. Und weil einfach das Verständnis nicht da ist, ja. Und das dauert, hat bei mir auch Jahre gedauert. Ich mache das jetzt seit, wie gesagt, insgesamt über 10 Jahre. Und selbst nach ein paar Jahren, wo ich schon anderen Leuten geholfen habe, ja, das auch zu überwinden, nachdem ich das geschafft habe, nach, sag ich mal, einem Jahr hat das gedauert insgesamt, bis ich so mal die wichtigsten Schritte hatte. Und ich wusste nicht am Anfang so, okay, was ist jetzt das Gesamtbild? Aber es hat funktioniert, einfach Schritt für Schritt hat sich das verbessert. Und ich habe gemerkt, ich habe dann Einfluss über Ernährung, eben Stressbewältigung, Giftstoffe in der Umwelt. Ja, das sind da die wichtigen Themen auf jeden Fall, ja. Und das ist heute in der modernen Welt sehr schwierig rauszukristallisieren, was die richtigen Infos sind und dann auch die Muße oder den, sagen wir mal, den Willen haben, das zu machen, ja. Und wirklich die Geduld zu haben, auch da dran zu bleiben. Es ist ja schwer, wenn du sowas entsteht über 20, 30 Jahre teilweise. Ob das jetzt Acne inversa ist, ja, Acne vulgaris, je nachdem auch, ja. Aber auch Rheuma, Hashimoto, die ganzen Autoimmungeschichten, das entsteht nicht über Nacht. Nur weil die Symptomatik über Nacht Probleme macht oder erscheint, entsteht das nicht innerhalb von ein paar Tagen, sag ich mal. Ja. Das ist immer ein Verlauf und da muss man ja sehen, wenn man so ein Problem, was sagen wir mal, ich war 25, es hat also 25 Jahre gedauert und die Probleme entstehen ja schon als kleines Kind, ja, wenn man jetzt Stillen betrachtet. Gewisse Medikamentengaben und schon Kaiserschnittgeburten, da geht das schon los, ja. Das ist im Prinzip nicht mehr natürlich. Unsere Ernährung ist nicht natürlich, unser Bewegungsstil ist nicht natürlich, ja. Die Luft, die wir atmen, die Stoffe, mit denen wir in Kontakt kommen, über Kleidung, Kosmetika, aber auch eben Medikamente. Das Medikament kann so viel helfen oder hilft so viel beim akuten Problem, ja, und das ist absolut lebensnotwendig, dass wir die Medikamente haben, ja, aber es belastet natürlich auch, wenn man die dauerhaft nimmt oder wenn es nicht notwendig ist. Es wurden und werden viele Antibiotika verschrieben, aber es wird dann im Anschluss nichts für die Darmflora gemacht und das ist oft ein sehr großes Problem, ja. Unser Darm ist wirklich der Knackpunkt, das Bakterienmilieu, das Darmmilieu, die Vielfalt daraus, da sieht man immer wieder die
auch Völker, Urvölker, die im Prinzip ein sehr diverses Darmmilieu haben. Ja, die essen viel Ballaststoffe, viel pflanzliche, unverarbeitete Nahrung aus der Natur. Ja, also natürliche Nahrung und die haben natürlichen Lebensstil, kommen auch mit Bakterien viel mehr in Kontakt. Bei uns ist alles steril und jetzt gerade nach Corona immer Hände desinfizieren, alles muss steril, wir haben Angst vor Bakterien, Viren. Das ist da alles hinderlich schlussendlich. Ja, natürlich, das es gilt als normal vieles, ja, aber man muss das smart machen und es gibt smarte Wege, um das auch in der modernen Welt umzusetzen, ohne dass man draußen im Wald lebt wie ein Asket und sich wild fängt und sammeln geht. So, das geht auch anders, ja. Man muss es eben verstehen und smart machen und smarte Lösungen haben, ja. Das ist die Thematik, ja. Ja. Okay, also würdest du auch sagen, dass sich das über die Zeit extrem nochmal zugenommen hat, die Entwicklung? Ich meine, du hast gesagt, du machst das jetzt seit 8 Jahren, also gehe ich mal davon aus, dass du definitiv auch eine Entwicklung gesehen hast in der letzten Zeit, wahrscheinlich dann Richtung Norden, also aufwärts, würde ich mal sagen. Kannst du vielleicht uns noch einen Einblick geben, so der typische Betroffene? Ist das mehr so Frau oder Mann? Gibt es da so Unterschiede? Das ist so der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, in welchem Alter reden wir da? Sind das vermehrt jüngere Leute oder vermehrt ältere Leute oder vielleicht auch mittendrin? Wie ist da so deine Einschätzung? Ja, es sind, ich glaube, zu 60% sind es Frauen. Entschuldigung, ja, Mathis. Ja. Eine Frage, die ich da noch anschließen würde. Ich als Hörer, wenn ich normale Akne habe, hätte jetzt Riesenangst davor, dass es passieren kann, dass ich meine normale Akne plötzlich in eine Akne inversa. Also das vielleicht auch noch zu der Thematik, welche Leute sind betroffen? Sind Akne-Betroffene potenziell mehr betroffen? Ja, es ist wirklich so, es kommt vorwiegend im Erwachsenenalter, ja, also ich sag mal Mitte 20 so. Das kann auch früher sein, ich habe auch Leute mit, die minderjährig sind auf jeden Fall. Aber es ist wirklich Ü20, sage ich mal, ja, weil in meinen Augen, das unterstreicht auch wieder die Theorie, die ich habe, es dauert, bis der Schaden so weit entsteht, dass der Körper sagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr über Leber, Niere, Darm, Lunge und normal übers Schwitzen eben die Gifte. Auch Atmung ist da eben sehr wichtig. Wir entgiften viel über die Atmung, was viele nicht wissen. Dass dieser Mechanismus nicht mehr hinterherkommt. Der ist überlastet eben durch viele Faktoren aus der Umwelt, ja, und Ernährung, wie gesagt, was man da anspricht. Ja, das geht im Prinzip schon beim Wasser, was wir trinken, los, die Luft, die wir atmen. Wir gehen ständig auf Gummisohlen, alles ist isoliert, alles wird abgewaschen und die künstlichen Nahrungsmittel, Konservierungsstoffe, das ist so eine Riesenthematik, aber und deswegen sage ich, wenn man da einsteigt, ist man völlig erschlagen. Ja. Mhm. Aber jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ja, es ist natürlich so, bei wem funktioniert heute der Darm wirklich zu 100%? In meinen Augen sind das sehr, sehr wenige bis fast keiner wirklich. Also das ist immer so eine Messer, ein Tanz auf der Messerklinge, ja. Und wie ein Roulette im Endeffekt auch, ja. Weil wenn man anguckt, wie Autoimmunerkrankungen entstehen, ja, das ist eben über gestörte Darmflora, Leaky Gut. Also die Verbindung, die Darmzellen werden undicht und dadurch kommen eben Stoffe und Fremdproteine oder Bakterien auch ins Blut und triggern dann eben diese Geschichten, ja, also autoimmunbedingt. Und bei der Akne ist ja so, wenn man jetzt sagt, man ist jünger und da spielen Hormone vor allem auch eine wichtige, es spielen immer Hormone eine wichtige Rolle bei allen körperlichen Vorgängen, aber auch hier sind wir ja extrem belastet, ja, schon allein durch Kunststoffe. Ja, das ist schon, sind so Sachen, die gab es früher nicht. Lösungsmittel. Niemand weiß schlussendlich, was da alles mit reinspült. Aber das ist die Kleidung, die wir anhaben, da ist überall Plastik mit drin, ja. Und dann haben wir die günstigen Kunststoffe, Weichmacher, Teflon wird dann gekocht und so. Man muss sich da wirklich bewusst sein, was wir da treiben. Und dass wir nicht wissen, was das für einen Einfluss hat. Aber wir können es messen und man sieht zum Beispiel, dass der Mann heutzutage vielleicht noch gut die Hälfte oder 2/3 vom Testosteron hat, was jetzt unsere Großväter noch hatten, ja, und das hängt damit zusammen, ja, und da kommen wir auch dann zur Akne, ja, wenn, klar, das ist eine Umstellung in der Pubertät, aber wenn sowas bleibt, länger bestehend oder kommt später, dann ist oft der Darm involviert in meinen Augen, aber auch hormonell, das ist immer ein Zwischenzusammenspiel, man kann immer nicht sagen, das ist schuld alleine, es sind oft Verkettungen ineinander und mehrere Ursachen, die dann so ein systematisches Problem hervorrufen. Und man muss da eben dann, wie ich sage, ganzheitlich rangehen und sagen, okay, und auch nicht, es muss nicht perfekt sein. Ja, das ist aber, wenn wir
dann ein gutes Verhältnis kriegen, dass wir im Prinzip eine gute Basis haben, ja, dass unser Körper sich auch wieder regenerieren kann. Das hat viele Nuancen. Dann kann man später, wenn jetzt ein gesunder Mensch, ein gesunder Körper kann extrem viel aushalten. Das ist eine wirkliche Kampfmaschine, sieht man ja auch, ja, teilweise, was wir so alles aushalten. Ja, das ist Wahnsinn. Und da darf man auch nicht zu, ja, nervös jetzt werden. Aber wenn die Basis stimmt, ja, dann kann erstens wenig passieren im Nachhinein. Ja, und man kann auch akut eben viel machen. Wenn ich akut ein Problem habe, muss ich vielleicht mal auf 90-100% gehen, was ich da investiere und was ich wirklich richtig machen will. Aber wenn es mir besser geht oder generell, ich will vorbeugen, ja, dann reichen 80% in meinen Augen völlig aus. Das ist dann im Prinzip wie beim Pareto-Prinzip, ja. Dann kannst du auch 20% machen, dann kannst du mal einen Cheeseburger essen, du kannst mal eine Cola trinken, aber das ist nichts für jeden Tag und nicht dauernd, ja. Und ein kranker Mensch, er muss sich da erstmal klar werden, okay, mein Körper hat ein systematisches Problem, jetzt probieren wir alles auf allen Fronten, so effektiv wie es eben geht, auch im Alltag natürlich, das ist ein wichtiger Punkt. So, man kann sagen, vegan, super Weg im Endeffekt, ja, da gibt es viel zu beachten, ist das aber was, wo jeder sagt, ja klar, ich lebe sofort vegan und alles. Nee, und ist das wirklich nötig, diese Dogmen? In meinen Augen nicht, weil alles hat Vor- und Nachteile und man muss da sagen, ich schaue mir das an, erstmal, was sagt die Wissenschaft, also randomisierte Doppelblindstudien groß angelegt, dann kann man sagen, was ist in der Menschheitsgeschichte passiert, wie war das eigentlich von Natur aus gedacht und wie haben es unsere Vorfahren gemacht, ja. Und was wurde auch manipuliert bis dahin, ja, was jetzt Lebensmittel angeht. Und am Schluss logischer Menschenverstand, dann zu sagen, okay, klar, wir sind jetzt systematisch vergiftet, der Körper ist überlastet, was machen wir? Wir entlasten. Ja, wir entlasten und gucken auf das, was ist natürlich, was braucht unser Körper, was kann er einfach verarbeiten und aufnehmen, ohne dass es wieder Probleme schürt. Ja, und das muss man dann eine Zeit lang machen und dann kann man sehr, sehr viel Positives bewirken, wenn man eben das über diesen Weg macht, ja, zusätzlich zur Schulmedizin natürlich, weil du musst immer eine gewisse, sage ich mal, Kontrolle auch haben und für die Diagnostik ist die Schulmedizin sehr, sehr gut, ja. Was man dann schlussendlich umsetzt und macht, ist ja einem selber überlassen. Ich sage auch nicht, okay, ich bin Arzt, du machst jetzt das und das zum Beispiel oder kommt jemand, dann sage ich, ich würde das so und so handeln oder ich habe das so und so gehandelt, ja, und so ist das. Es muss jeder selber, man kann die Leute auf den Weg bringen, ja. Aber es gehört immer auch der Wille dazu zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance und fokussiere mich auch darauf, ja, weil das ist nötig in der heutigen Zeit. Wir haben so viel Ablenkung. Es muss da sein und da sieht man oft, die Leute werden eben, bei mir war es ja dasselbe, man wird erst aktiv, wenn ein Problem da ist. Ja, vorher interessiert einen das nicht. Ja, einem geht es ja gut, das ist ja völlig menschlich. Da wird immer gesagt, ja, wie dumm die Menschen sind oder wie ignorant. Nein, das ist ja, du musst ja irgendwie ein darauf aufmerksam werden, dass was nicht läuft. Ja. Verstehst du? Oder wisst ihr, was ich meine? Ja. Nee, aber ich finde es interessant, das höre ich nicht so oft, muss ich sagen, dass du beides verbindest, dass du auf der einen Seite sagst, hier, ich schaue mir die Wissenschaft an, die neuesten Studien, die Quellen, aber auf der anderen Seite auch die Menschheitsgeschichte, wie ist es denn ursprünglich gedacht? Ja. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist mittlerweile, so habe ich so das Gefühl, man wird sehr viel durch Social Media geleitet, was ja die gesunde Ernährung ist und es wird so sehr generalisiert, so ist auf der einen Seite soll man irgendwie fasten die ganze Zeit, auf der anderen Seite soll man gefühlt nur noch Eiweiß essen, dann soll man nur noch Gemüse essen, dann soll man irgendwie gar keine Tierprodukte mehr essen. Also man weiß irgendwie, wenn man sich gar nicht auskennt in dem ganzen Bereich, so gar nicht mehr, was man machen soll. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass du da die zwei Ansätze vermischt. Ansonsten finde ich es auch sehr interessant, was du gesagt hast jetzt im letzten Satz nochmal. Und zwar, dass es eben auf einen persönlich ankommt mit dem, der Körper muss ja erstmal was zeigen, also du musst erstmal wirklich Schmerzen haben, sage ich mal, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Dass du dir zum Beispiel in den Spiegel schaust, war bei mir damals so, und du hast das Gefühl, okay, ich habe mehr Rot im Gesicht als Weiß, so geht das nicht weiter, so schäme ich mich halt auch rauszugehen. Und dann machst du wirklich was. Weil das ist auch ein Problem, was Mathis und ich oft bei unseren Teilnehmern haben, dass die eben sehr oft teilweise nicht die Disziplin aufbringen können, Dinge einfach mal durchzuziehen. Und dann kommt dann oft die Frage, ja, aber es funktioniert jetzt vielleicht noch nicht so 100% bei mir oder ja, ich hätte es ganz gerne, dass die Ergebnisse schneller kommen. Da sage ich immer so, guck mal, bei mir war es so, ich habe 4 Jahre gebraucht, um überhaupt eine richtige Verbesserung zu sehen. Habe ich damals aufgegeben? Nein. Ja. Habe ich daraus was gelernt? Ja.
Und das sind halt die Abkürzungen, die wir dann auch mitgeben können. Und du hast ja auch gesagt, hier 8 Jahre Leidensgeschichte, da kann ich mir vorstellen, dass du sehr viel ausprobiert hast und eben auch sehr viel falsch Entschuldigung, das gemacht muss ich hast. nur sagen. Ich hatte das, also Akten inverse, 1,5 Jahre. Es hat wirklich 1 bis 1,5 Jahre gedauert, bis ich das komplett losgeworden bin. Also meine Arbeit mache ich seit acht, Ach neun so, Jahren okay, jetzt. gut, dann war das Genau. in. Okay, verstehe. Aber Und es trotzdem, gibt 1,5 Leute Jahre wirklich, ist die haben trotzdem eine das lange 10 Jahre Zeit. lang und der Schaden ist dann natürlich erheblich auch. Ja, selbst da muss und sollte man was machen, völlig klar. Aber das ist dann natürlich ein weiterer Weg, bis sich die Haut auch wieder erholt. Ja, entschuldige. Ja, klar. Nee, aber worum es mir eigentlich geht, um auf den Punkt zu kommen, die Disziplin ist halt relevant. Es geht nicht immer darum zu sagen, ich muss sofort Ergebnisse sehen, weil das ist auch nicht möglich. Es geht einfach darum, dass man das Fundament aufbaut und so lange die richtigen Dinge macht, bis man ein Ergebnis sieht. Und das dauert bei manchen eben länger und bei manchen geht es eben schneller. Das kommt ganz darauf an, wie die Ausgangslage war, wie der Darm aufgebaut ist, wie das Hormonsystem funktioniert, wie die Entzündungsprozesse im Körper sind, wie die Entgiftungsorgane zusammenarbeiten. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass du das angesprochen hast. Ja, absolut korrekt, so ist das. Das ist immer ein individueller Prozess, auch eine individuelle Reise. Und man muss eben die Geduld haben. Und in der heutigen Zeit ist es ja so, wir wollen Magic-Lösung. Ja, wir wollen die Magic Pill. Ja, immer. Wir wollen erfolgreich sein, so schnell wie es geht. Ein Top-Körper, so schnell wie es geht. Gesund werden, so schnell wie es geht. Am besten eine Pille nehmen und das erledigt, weil wir darauf geprimed sind auch. Ja, sofortige Belohnung, alles ist schnell. Wir haben Klar, ja. Lebensmittel, ja, wir fahren in Supermarkt, wir holen alles, was wir wollen, alles ist da, das ist nicht normal. Und macht es umso härter eben heutzutage in dieser Welt der Verführung zu sagen, nee. Ja, braucht viel Warte Willen und mal. Disziplin, aber da sage ich eben, man muss es erstmal verstehen. Ja, du kannst einem jetzt sagen, okay, pass auf, isst keine Milchprodukte mehr. Ja. Dann sagt er ja, gut, ich soll das nicht mehr essen. Hat er wirklich einen Grund dafür? Weil wurde ihm das erklärt? Nein. Ja. Wenn man ihm genau erklärt, was das im Körper anrichtet, wieso das so ist, warum das früher zum Beispiel anders war und was heute die Probleme sind, ja, dann versteht dieser Mensch erst alles klar. Das ist mein Warum, warum ich etwas mache. Hat der Mensch kein Warum, wird er nichts tun. Ja. Und das Aufklärung ist dann ein wichtiges Thema, dass man da im Vorfeld schon die Hintergründe erklärt bei diesen Sachen. Es bringt nichts zu sagen, mach dies, mach das, mach das. Ja, das bringt niemanden was, sondern man muss das erklären und den Leuten das Warum auch mit auf den Weg geben. Ja, und dann muss man auch Selbstverantwortung übernehmen. Das hilft nichts. Ja, niemand nimmt einem das ab. Das ist so. Und ich habe mir damals so gewünscht, jemanden da zu haben, an den man sich wenden kann, der einem da durchbegleitet und die Shortcuts eben auch gibt. Ja, aber das sind sehr wenige, muss man schlussendlich, wie du schon gesagt hast, die Meinungen gehen da so auseinander. Ja, und ich sage eben, um ein Meister zu werden in einem Fach, braucht es 10 Jahre. Und Ernährung, Gesundheit Riesenthema, ein ja. Riesenthema, ein Riesenthema. Ja. Und wer beschäftigt sich, da musst du ja mit eigener Leidenschaft rangehen. Es gibt keine Schule, wo dir das gelehrt wird. Ja. Ich habe mir das alles angeguckt, ja, und hätte gerne da was zusätzlich auch gemacht, aber schlussendlich ist es ja, was bringst du dir, was lernst du da? Nur für einen Zettel. Das ist mir irre. Wenn jemand zu mir kommt und hat eine Frage, ja, dann werde ich die so beantworten, dass dieser Mensch sagt, okay, ich kann das verstehen, ich verstehe das warum. Und es klingt einfach logisch auch, ja. Und da musst du einfach sagen, du musst mit einer authentischen Einstellung da rangehen, ja, und das wirklich authentisch den Leuten erzählen, warum du das weißt, was dein Warum ist, ja, und warum diese Sache so ist, wie sie ist oder so gemacht werden sollte, ja. Und das fehlt halt oft, ja, das fehlt, es geht um, und es sind immer Dogmen, ja, es ist viel, hängt da mit Marketing zusammen, ja, Low Carb, vegan. Ja, Das völlig ist, man klar. muss das aus der Natur raussehen, ja, wir haben gegessen, was da war, wir haben gegessen, was in unserer Umgebung war, ja, und, aber das Ganze hatte noch eine andere Qualität in der Natur auch, ja, was jetzt die Nährstoffe angeht und deswegen ist das, man muss da Lösungen finden, die eben in der modernen Welt funktionieren und erklären, warum diese Sachen so sind, wie sie sind. Ja, und da gibt es sehr wenige, die das eben sinnhaft erklären können. Du kannst ja immer mit einer Reagenzglasstudie kommen oder mit einem Tierversuch. In meinen Augen bringt das nichts. Ja, da will man ja nur zeigen, dass zum Beispiel irgendein Stoff oder Lebensmittel, ja, irgendeine Wirkung hat oder eine schlechte Wirkung hat. Ja, man müsste das aber immer im Ganzen sehen. Man müsste das ganze Lebensmittel sehen und man müsste das in einem Organismus, also in einem Menschen. Ja. Deswegen sage ich randomisierte Doppelblindstudien groß angelegt. Da haben wenige Interesse dran, ja, weil
das dauert, das ist kostenintensiv und man kriegt auch immer nicht immer die Ergebnisse, die sich jetzt zum Beispiel ein Geldgeber erhofft. Ja, deswegen ist das eben, muss man da vorsichtig sein bei diesen Sachen. Aber es gibt da viele Top-Studien, an die man, denen man sich orientieren kann. Und da sieht man eben immer wieder, wo die Reise hingehen muss. Zurück zur Natur, zu unserer Natur, was wir vergessen haben. Wir wissen nicht mehr, was unser Instinkt ist, dahingehend, ja, was Nahrung angeht, weil wir so verwöhnt und, sagen wir schon, geschmacklich degeneriert aussehen. Ja, das ist genau das Problem. Und ich habe zum Beispiel ein Jahr komplett vegan gegessen, habe auf Getreide, Milchprodukte, Fleisch, Eier, ja, und Nachtschattengewächse auch verzichtet. Da bleibt für einen Menschen, der sich normal ernährt, der denkt, ja, da bleibt ja nichts mehr übrig. Aber da gibt es immer noch genug, ja. Und das resettet einen auch ein gewisser, das muss man nicht machen, ja. Ist nicht nötig. Heute sage ich, das ist nicht nötig, ja. Damals wusste ich mir nicht anders zu helfen, ja. Ja. Und so ist das eben, ja. Und oft ist es so, es geht wirklich bei Lebensmitteln, ist es von der Natur gemacht oder haben wir Menschen rumgepusht, ja. Da muss man genau gucken. Und da müssen wir alle halt sagen, man kann immer sagen, die sind schuld, die, nein. Wir haben alle zusammen Schuld, ja. Und wenn wir zusammenarbeiten, ja, und die zum Beispiel die Medizin und auch die alternative Medizin, ganzheitliche, holistische Medizin, Homöopathik, was es alles eben gibt, ja, wenn das Hand in Hand läuft, ja, und jeder im Prinzip das macht, wofür er optimal ist, dann kriegen wir die besten Ergebnisse und auch Lösungen natürlich, ja. Ja. Aber das passiert nicht, ja. Also selten, ja, selten. Aber es wird immer mehr, auch man sieht, okay, es steppen da Leute aus dem Schatten, sage ich mal, aber da muss man sich auch mal fragen, was ist deren Beweggrund auch, ja, und was wollen die eigentlich, ja, und du kannst immer was erzählen, es gibt da viele, ich sag mal, viele Köche verderben den Brei und die meisten Leute, die rausgehen und den anderen irgendwas erzählen wollen, die wissen nicht mal, wie man den Herd anstellt, ja, also, und das ist da ein großes Problem, ja, heutzutage. Ja. Ja, es ist halt auch immer die Frage nach der persönlichen, ja, was man halt kann auch, ne? Also nach der persönlichen Qualifikation. Ich meine, Matthias und ich, wir machen das aus der Überzeugung heraus, weil wir selber jahrelang damit Probleme hatten und halt auch, also mit Hautproblemen Probleme hatten und halt auch dementsprechend wissen, worauf es ankommt, weil wir die Fragen, die wir bekommen, die haben wir alle uns selber schon mal gestellt. Das ist nur 1, 2, 3, 4 Jahre her. Und diese Antworten haben wir damals halt ausprobiert und wissen halt aus eigener Erfahrung, ob es funktioniert oder nicht. Das Wissen kommt nicht aus dem Lehrbuch, das kommt aus der Praxis. Und natürlich ist das angereichert mit Wissen aus Lehrbüchern, wobei ich nicht Lehrbüchern sage, sondern eher andere Quellen. Aber das ist ja nicht die Basis davon. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, was uns drei auch ganz gut vereint. Weil du hast eine persönliche Geschichte gehabt, Mathis hat eine persönliche Geschichte, ich hatte eine persönliche Geschichte. Wir haben irgendwo eine Symbiose geschafft dadurch. Ja, und dadurch sind wir halt unsere Probleme losgeworden, weil wir eben gewartet haben, weil Werk und heute schon noch warten. Dieses Warten auf ein Ergebnis, ohne dass man direkt was ein Ergebnis sieht, einfach nur die Dinge zu tun, das ist der andere Punkt, worauf es halt am Ende ankommt. Ja, es gibt auch immer natürlich, ich sag mal, symptomatische Helferlein, ja, und da kommt man auch, das ist, da kannst du dann sagen, okay, die Kräuterheilkunde, ja, oder auch gerade in der Hautpflege ist ja sehr interessant, da. Ja. Zum Beispiel ein Missverständnis, was ich so sehe, ist zum Beispiel, es wird immer wieder vom pH-Wert geredet, der Haut, der Säureschutzmantel. Ja, ist ein interessantes Thema auch in dem Bereich, ja, weil ich sage oder meine Meinung ist, die meisten Produkte haben den falschen pH-Wert, sind zu scharf, ja, und schädigen dann wiederum. Das ist auch ein Mikrobiom auf der Haut, ja, und wenn dieses auch nicht intakt ist, ja, dann wird die Haut direkt angegriffen, wird dünn, entzündet sich und Hautunreinheiten werden gefördert. Schlussendlich ist da auch weniger mehr. Und das ist so, eigentlich ist die Haut basisch. Ja, wenn man das mal auch ein Baby, das auf die Welt kommt, die Haut ist basisch. Also die Säure ist eigentlich im Prinzip ein Ausscheidungsprodukt unseres Körpers. Er wird eben über Schweiß, über die Haut säurenlos. Ja? Ja. Weil wir zu übersäuert sind. Auch was wiederum mit dem Ernährungsstil oft und dem Lebensstil zusammenhängt. Und da muss man eben immer genau gucken. Da gibt es sehr viele Missverständnisse. Man sollte da nicht immer eben alles sofort, ich sag mal, glauben, ja. Und deswegen für die Hautpflege benutze ich eine Bar, also erstens nicht übertreiben, ja. Aber da haben wir eben Sachen wie Kernseife, Rizinusöl, ja, oder Aloe Vera und solche Geschichten, ja. Das ist dann eben was, da hast du den Müll nicht drin und das ist optimal für die Haut, ja. Das reinigt vernünftig, hat den vernünftigen pH-Wert.
Und schützt und pflegt auch, ja, hat viele Vitamine, Inhaltsstoffe, ja, das sind natürliche Sachen, eben auch Öle, Riesenthema, ja, sowohl in der Ernährung als auch, also muss man aufpassen, Öle ist ein kontroverses Thema, es gibt sehr gute Speiseöle, es gibt sehr schlechte Ja, klar, freilich, Speiseöle, ja. ja, Ich würde an die der gar Stelle einmal kurz dazwischengrätschen. Wir haben jetzt gesagt, Aloe vera sollte man nicht. auch verwenden. Wichtiger Hinweis an der Stelle: Nur weil auf irgendeiner Seife oder irgendeinem Produkt Aloe vera draufsteht, heißt es nicht, dass es automatisch gut ist. Aloe vera ist gut, aber nicht das, wo Aloe vera ein bisschen noch mit drin ist. Ganz Absolut. wichtiger Hinweis. Am besten, du hast die Pflanze zu Hause, schneidest das ab, hast das frische Gel. Ja. Man kann das auch aus der reinen Aloe Vera Gel bekommst du auch und das ist in Ordnung in meinen Augen, ja. Aber dann hast du auch eben Sachen, Rizinusöl, Jojobaöl, ja. Und das sind eben Sachen, die sind auch nicht Comedon, ja. Also die verstopfen die Poren nicht. Das wissen auch, man denkt, okay, das ist so ein klebriges Öl. Und da muss man eben genau gucken und auch dahingehend gucke ich einfach. Ja, es interessiert mich, ich will das wissen, ich will das verstehen auch. Ja. Und Rizinusöl zum Beispiel auch, da ist eben auch für Abszesse sehr interessant. Du kannst damit Packungen machen, ja, auf die Abszesse legen. Hilft sehr gut, geht sehr tief ins Gewebe rein. Also ist ja auch Dr. Barbara O'Neill zum Beispiel eine Vorreiterin, die das immer wieder gepredigt hat oder tut. Und ja, wir müssen dazuhören. Was wurde früher auch gemacht? Ja, was haben die gehabt? Was hat wirklich geholfen? Und dann kommen sie auch Sachen, Gelenkbeschwerden, das dann Ingwer-Umschläge, ja, Ingwer für Gelenke. Das sind alle so Helferlein, die können schnell helfen. Auch wie gesagt, Kernseife, du hast jetzt eine Akne. Wenn ich jetzt eine Akne hätte, ja, also nur die Hautpflege betrachte, ja, dann würde ich Kernseife nehmen. Ja. Kernseife und Aloe Vera mit Rizinusöl und Jojobaöl vielleicht, ja. Und mehr braucht es dafür in meinen Augen nicht. Dann ist schon mal von außen, hast du zumindest keinen Schaden. Du schützt die Haut, pflegst die, die kann sich regenerieren. Das wirkt gegen Entzündung. Ja, und aber da wisst ihr wahrscheinlich auch sehr gut Bescheid, klar. Und genau, da muss man eben die natürlichen Sachen auf die Natur schauen. Ja, und da Genau, findet man das. Das ja. gibt es nicht im Reagenzglas, sondern das gibt es da draußen im Wald. Ja. Genau. Und Wenn das wir haben jetzt wir einmal an der viel. Stelle Hautpflege sind, sorry Lukas, Nee. können wir vielleicht einmal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja. Wir haben nämlich eine kurze, sehr kompakte PDF, den Acne Code. Und da ist unter anderem auch eine Seite drin, wo wir ganz genau auf das Thema Hautpflege und äußere Hautpflege eingehen, beziehungsweise wie die Haut da eigentlich funktioniert. Und wen das interessiert, unter diesem Podcast oder Video, je nachdem, wo ihr es seht, ist ein Link. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr den Akne-Code herunterladen. Lukas, bitte. Genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Holt euch den Code. So sieht's aus, ja. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, jetzt haben wir viel über so allgemeine Dinge gesprochen. Und wir haben viel über die richtigen Gewohnheiten und die richtigen, das richtige Mindset, sage ich mal, gesprochen. Also wie man an die Themen rangehen soll. Lass uns mal kurz darüber sprechen, was aus deiner Sicht die ein, zwei, drei Punkte sind, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man Akne inverse hat. Also was sind so wirklich so Key Points, wo du sagst, also wenn du das immer noch machst, brauchst du dich nicht wundern, dass du Akne inverse hast. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Entgiftung zu fördern. Ja, das ist Punkt eins. Ja, und das ist wirklich auch rausgehen in den Wald, tief atmen. Ja, über die Atmung wirst du viel Gifte an. Das wissen viele auch nicht. Ja, aber da wird man sehr viel Giftstoffe los und eben gerade das Milieu im Wald tut sehr gut. Man bewegt sich draußen. Ja, und man schläft gut. Stress ist eben immer ein Faktor bei allen chronischen Problemen. Ja, dass man sagt, okay, man geht das langsam an. Ja, völlig klar. Okay, das ist erstmal eine gewisse Grundruhe, die man sich da gibt und auch Meditation ist da top. Ja, Sport ist da meistens nicht möglich, weil die Schmerzen einfach zu groß sind. Aber ein bisschen rausgehen und atmen, frische Luft atmen wird unterschätzt. Wasser trinken eben, ja, nicht Softdrinks. Der Körper braucht Wasser. Ich habe damals auch Wasser nicht in der Not getrunken, ja, bevor ich das hatte. Ja, und aber und heute trinke ich nur noch Wasser. Ja, Wasser, Tee, bisschen Kaffee, das ist völlig in Ordnung. Ja, aber Wasser, Wasser, wir brauchen Wasser und wir brauchen mehr, als uns teilweise gesagt wird. Und wir denken dann, ja, wir trinken einmal am Tag einen halben Liter weg. Dann haben wir wieder 5 Stunden keinen Durst.
So sollte man auch nicht trinken, sondern das sind immer jede Stunde ein kleines Glas, dann kommt man auf 2 bis 2,5 Liter oder je nachdem, in dem Range, je nachdem, wie viel man auch schwitzt, wie heiß es ist, ja. Und das hilft dem Körper schon mal gut, ja. Und auch Entlastungsphasen, dass man sagt, man isst nicht dauernd, ja, wie intermittierendes Fasten, ja. Das ist auch wieder dem Körper entlasten, Ruhe geben, ja. Das ist schon mal sehr wichtig. Man kann, und gut schlafen. Schlaf auch natürlich 8 Stunden auf jeden Fall, gerade im Bereich, wenn es dir nicht gut geht, schlafen, das kann jeder tun, ja, und das wieder eine Zeit, wo der Körper nicht arbeiten muss, wo er sich regeneriert, ja, und das wäre erster Schritt. Der zweite wäre ernährungstechnisch auf jeden Fall die schnellen Kohlenhydrate, Zucker cutten, so gut wie es geht, und was ein großer Entzündungsförderer auch ist, sind Milchprodukte, alleine der Verzicht darauf hilft für ihn sehr, sehr, ja. Und eben das Thema auch Nachtschattengewächse, das ist dann schon, ja, ein bisschen gehobener, sage ich mal, weil das sind dann eben auch Kartoffeln, Tomaten, Paprika, also Grundnahrungsmittel in dem Sinn, aber da gibt es eben große Probleme mit den enthaltenen Lektinen, wenn der Darm Problem hat. Und viele Leute sind darauf dann sehr sensitiv, die reagieren mit so schnellen Entzündungen, ja. Und da kann man viel machen, auch man muss dann nicht komplett darauf verzichten. Wenn man zum Beispiel jetzt Tomaten hat, ja, Tomatensoße ist wieder ein Thema, ja, wenn du die schälst, die Tomate entkernst, du hast nur das Fruchtfleisch, das wird über Stunden eingekocht, ja. Da gehen diese Stoffe, werden durch die Hitze zerstört, die Lektine, die da wirklich Probleme machen. Es gibt viele verschiedene Lektine, aber da in den Nachtschatten sind wirklich problematische, die da auch nachweislich Probleme machen. Ja, habe ich selber natürlich erfahren, und das ist ein großer Schritt da. Und wenn man die Sachen, wie man diese, es geht um die Verarbeitung der Lebensmittel, ich könnte dir Stunden darüber reden, ja, also, aber es geht um die Verarbeitung, die richtige Verarbeitung der Lebensmittel und die Auswahl auch, ja, und da sage ich eben, das sind Zucker, Milch, Nachtschattengewächse, ja, da, das ist erstmal ein Anfang, ja, dass man da ein Auge drauf hat, ja, und eben eine natürliche Ernährung. Und der dritte Schritt ist dann im Endeffekt, ja, dass man auf den Darm guckt, ja, dass man wirklich sagt, ich fördere die Darmgesundheit, weil das ist da der Knackpunkt. Das ist wie wenn du ein Leaky Gut hast, der Körper vergiftet sich immer wieder von innen, ja, und er zeigt das durch die Abszesse, Achtung, wir haben ein Problem, ja. Hier ist ein systematisches Problem und der Körper kommuniziert mit Schmerzen. Das ist sein Weg, mit uns zu reden. Auch er sagt, pass auf, Kollege, hier, wir haben echt ein Problem, ja. Also, und jetzt guck mal genau hier hin. Du kriegst jetzt Schmerzen von mir, damit du was änderst, weil irgendwas, was du machst, passt da nicht rein, ja. Vor allem, man muss sich mal auch vor Kopf halten, die Haut ist somit das Letzte, was anspringt, wenn man ein Entgiftungsproblem hat. Das Genau. bedeutet, dass wenn du mal drüber nachdenkst, was das bedeutet, du hast, wenn ich mich recht entsinne, 4 Organe davor, die, oder eigentlich 5 mit den Lymphen noch dazu, die, sagen wir mal, überfordert sind und die zumindest mit der Aufgabe, die sie eben mal haben, eben nicht klarkommen. Das heißt, du musst schon extrem viel falsch gemacht haben über eine lange Zeit, und redet auch von einem Zeitraum, also das passiert nicht in einem Monat, da redet man von Jahren, dass man dahin kommt, dass man eben in unserem Fall mit Entzündungen auf der Haut in Form von Pickeln reagiert oder in deinem Fall mit Abszessen. Und deswegen auch nochmal vielleicht als Aufgreifpunkt von eben, dann kannst du eben nicht erwarten, dass du in 3 Monaten deine Haut wieder perfekt hast und dass alles wieder fein ist, sondern du musst dann mal mindestens die Hälfte von der Zeit, die du gebraucht hast, um da überhaupt diese Situation zu manövrieren, wieder einrechnen, um wieder rauszukommen, damit du zumindest mal erstmal dir die Chance auch gibst, den Heilungsprozess zu starten. Und dann kommt ja immer noch dazu, das kennen wir ja alle, die gute alte Erstverschlimmerung. Was bedeutet, du machst alles richtig, läuft, ja, und dann kommen erstmal schön die Erstverschlimmerung und es wird nochmal viel schlimmer, es geht nochmal einen Schritt tiefer. Aber wenn du da rauskommst aus dem Tief, dann ist eigentlich kein Problem, weil dann ist es nur eine Frage der Zeit. Genau. Kann man das bei dir auch so sagen? Man muss das immer so sagen, ja, weil diese Sachen verlaufen immer in Wellen, wie alles auf der Welt, alles läuft in Wellen, ja. Es gibt nie diese exponentiellen Kurven und so in der Natur, ja, es läuft alles in Wellen und die meisten Erkrankungen laufen auch in Schüben ab, ja. Und das ist bei der Akne ja auch so. Dann siehst du, okay, du hast eine Phase, das wird besser. Dann hast du 2, 3 Wochen später, auf einmal kommt das wieder, sag ich mal, ja. Und genauso ist das, ja. Dann, das entmutigt natürlich, aber wenn das eben von Phase zu Phase ein bisschen besser immer wird, das ist der Weg, ja. Und dann kannst du über die Zeit eben viel erreichen, wenn du die richtigen Dinge machst. Und manchmal kann es ja auch schnell, kann's schnell gehen, wirklich. Es ist so. Ich habe da Leute teilweise, die haben seit Jahren Probleme
Und wenn die die richtigen Dinge umsetzen, also die erstmal die richtigen Infos kriegen, ja, und dann das auch umsetzen korrekt, ja, dann kann das teilweise wirklich in Wochen, Monaten extrem besser gehen, ob das Träume, Akten, Inversa ist. Und das sind Sachen, wenn man mal diesen Point wieder zurückdreht und bis es kein Problem mehr gab, ja, dann hier ja. Bist du ja schon in einer guten Range dann wieder. Und das kann manche schnell schaffen, die eben noch fit sind, wo die Problematik nicht so tief verankert schon ist, ja. Aber Klar, auch eben ja. Dann die anderen brauchen mehr Geduld. Ein Diabetiker, der wird nicht von innerhalb von einem Monat vom Diabetiker zum Nicht-Diabetiker. Aber in einem Jahr kann er das auf jeden Fall schaffen, dass er die Blutwerte über Ernährung, Lebensstil so weit wieder runterkriegt, ja, dass er laut den Werten kein Diabetiker mehr ist und keine Medikation mehr braucht. Und das muss man eben sehen, ja. Das ist immer individuell, wie du schon sagst, spielen viele Faktoren rein. Und Geduld ist ein wichtiges Thema, weil das haben wir heute nicht mehr. Das ist uns aberzogen worden, dass wir Geduld haben. Wir wollen eben, wie gesagt, Instant Magic Pill, ja. Aber Genau. davon muss man wegkommen, wenn es um Gesundheit geht, ja. Weil alles hat seinen Preis, ja. Du kannst eine Pille nehmen, die lässt dich Gewicht verlieren. Das kommt später wieder. Alles schädigt da den Stoffwechsel in der Hinsicht, ja. Und das kann funktionieren kurzfristig, aber der lange Weg, der smarte lange Weg. Und es ist nicht, dass immer mit dem Hammer drauf und das ist alles total anstrengend. Nee, das muss zur Gewohnheit werden, langsam peu à peu die Gewohnheiten verbessern. Und mit den richtigen Infos geht das auch relativ fix. Genau, ja. Dann ist Nee, das auch hast schon nicht so recht. weltbewegend. Ja, die Gewohnheiten sind am Ende das, was sich laufen lässt, weil du darfst nicht immer drüber nachdenken, du musst es einfach machen. Und Genau. es gibt Tage, da funktioniert es gibt Tage, da funktioniert es nicht, ist alles fein, aber der Durchschnitt muss stimmen. Du musst auf ein Level kommen, wie du eben gesagt hast, 80-20-Regel, du musst auf ein Level kommen, wo du einfach viel, viel mehr gut machst als schlecht machst. Und dann ist es halt auch mal nicht so schlimm, wenn du mal irgendwie einen kleinen Aussetzer hast, sage ich mal an der Stelle. Korrekt, ja, absolut. Matthias, Genau, hast du noch ein das ist Thema? nichts ist perfekt. Und wenn du machst mal was bewusst falsch, sage ich mal, ja, dann mach am nächsten Tag genau da weiter, wo du aufgehört hast. Ja, da ist nichts kaputt oder sonst was, sondern nee, unser Körper kann auch eben viel aushalten. Ja, und wir haben es ja vorher den ganzen Tag falsch gemacht. Ja, wenn Siehst jetzt du, ein Tag mal falsch ja. ist oder ein Cheat Meal, wie man das heute so, also eine Ja, Ausnahme im Endeffekt, davon das wird nicht bringt dir alles nicht kaputt viel. gehen. Ja, das Willst du stimmt ein schon. Sixpack haben, ja, wenn jetzt mal einer fit ist, auch der isst mal einen Burger, auch der, wie gesagt, gönnt sich mal was, der trinkt was und so weiter, Ja, ja. ja. Das ist, wenn, aber der hat eine gute Basis, ja, und das ist der Unterschied, ja. Und diese Darum geht Basis es halt, braucht ja. jeder Mensch, weil dann ist eben so viel auch in der Vorbeuge getan, ja. Dann muss man sich da wenig Kopf drüber machen, ja, aber da fehlen eben die Infos und ja, wie gesagt, das schreibe ich aktuell auch am neuen Buch, was eben auch den Menschen, die kein Problem haben, diesen Weg zeigt, ja, wie du einfach im Alltag das umsetzen kannst, dass du wirklich deine Gesundheit erheblich verbessern kannst, ohne auf irgendwas komplett verzichten zu müssen, ne? Aber die Basis muss stimmen, ja, und diese Basis muss man vermitteln. Genau. So ist richtig, ja. Matthias, hast du noch ein Thema? Ja, ich habe noch eine Frage und das ist etwas, das haben wir ein bisschen übergangen am Anfang, aber das können wir jetzt einfach nachbringen, weil normalerweise macht man sowas auch am Anfang. Wir haben ja jetzt schon häufiger deine Backstory mal ein bisschen angeschnitten. Und was mich einfach mal interessieren würde, wie war jetzt so deine Zeit, bevor du Akteninverse hattest? Wie war so dieser Moment, wo du dann auf einmal realisiert hast, okay, ich habe Akne inversa. Und wie genau haben diese 1,5 Jahre dann bei dir ausgesehen, wo du das wegbekommen hast? Was für Quellen für Wissen hast du verwendet? Was hättest du gerne verwendet? Ja, also vorher, wie gesagt, habe ich mir über meine Gesundheit nicht groß den Kopf gemacht. Mir ging es gut. Ich habe gearbeitet, also sehr hart gearbeitet auch da. Ich habe studiert am Anfang, ja, Ingenieurswesen, habe das abgebrochen, hat nicht zu mir gepasst und bin dann eben Schreiner geworden, Möbelschreinerei, habe Möbel gebaut, fand ich mega gut. Finde, mache ich heute noch nebenher, ja. Und ja, habe gegessen, was ich will, war immer fit, habe Sport gemacht, war Fußballer. Fitnessstudio auch ein bisschen immer, ja, Kampfsport auch, ja. Und von daher habe ich mir da nicht groß Kopf, ich habe gegessen, was ich wollte, ja. Ich habe getrunken, was ich wollte, ich war feiern und habe mir da keinen Kopf gemacht, ja. Und bis eben irgendwann kommt eben der Punkt, das merkst ja du nicht, wie es dir peu à peu schlechter geht, sage ich mal, ja. Oder bis eben ein Symptom kommt und das kam wirklich von einem auf den nächsten Tag, ja. Also das weiß ich noch sehr genau. Da war ich zu meinen Eltern damals auf Besuch, ja, und dann morgens bin ich aufgestanden und hatte
zwei so Knoten. Ich hatte vorher schon mal einen im Intimbereich, ja, da wurde dann gesagt, ja, das kommt vom Rasieren und so weiter, ja, und dann schwitzt man beim Sport, ja, ich sage, ja, gut. Macht man sich keinen Kopf über sowas, ne? Da sagst du, ja, alles gut, der ist verheilt. Und dann drei auf einmal, aber an einer komplett anderen Körperstelle. Und dann denkst du, ja, was ist das denn? Ja, was ist jetzt hier los? Ja, und war da recht schnell am Gucken, was könnte da sein? Was ist das? War bei verschiedenen Ärzten und war noch ratlos erstmal. Ja, du kriegst da keine Antworten. Akneninverse ist jetzt nicht das gängigste Thema, aber obwohl das haben viel mehr Menschen, als man denken würde, ja, ohne das auch zu wissen, ja, die denken, das ist normal, dass ich hier so eine Entzündung habe oder regelmäßig hier und da mal kleine, das ist ja immer verschieden, bei einem kommt das heftiger und schneller und beim anderen ist wirklich ein Prozess über Jahre mal hier eine Entzündung, da eine kleine, weil sie immer auf dieser Messerklinge so dahin reiten, sag ich mal. Und ja, dann wurde das immer extremer und bis zum Arzt gegangen, kriegst Antibiotika, okay, wird ein bisschen besser. Kriegst eine Salbe, okay, wird ein bisschen besser. Aber langfristig wird es immer schlimmer. Ja, von Monat zu Monat so schlimm, dass du deinen Arm gar nicht mehr heben kannst. Ja, kannst keinen Sport mehr machen, kannst nicht zur Arbeit und so weiter. Und das ist ja dann ein Zustand, wo du dir wirklich Sorgen machst. Und da war dann auch das, wo ich gesagt habe, okay, dann wird einem gesagt, ja gut, irgendwann kriegst du die Diagnose. Es hat Monate gedauert, ja, und dann wurde gesagt, Acne inversa, okay, was macht man da? Kann man nicht viel machen. OP ist schlussendlich, ja, die Hautstellen entfernen, Antibiotika-Therapien. Und dann guckst du eben nach und merkst, okay, es gibt eigentlich keine Lösung dafür, ja, jetzt aus der Schulmedizin heraus, ja. Und die Leute werden operiert, dann kommt das danach eben wieder, weil die Ursache immer noch da ist. Die Ursache ist nicht die Haut, die entfernt wird oder eben Infektionen. Das sind dann, wie gesagt, Sachen, die das verschlimmern, die Symptomatik, weil sich eben Sachen infizieren. Ja, klar, aber das ist... Wenn es wirklich Akneninversa ist, es gibt Hautausschläge, man muss da immer aufpassen, ja, das ist, man muss da zum Arzt gehen, das abklären lassen und gucken. Es gibt verschiedene Sachen da, auch Hautkrankheiten, die hast du noch gar nicht so gehört, ja, aber da gibt es alles Mögliche, deswegen auf jeden Fall abklären lassen, aber immer mit dem im Hinterkopf behalten, wenn diese Problematik da ist, kann es Akneninversa sein und wenn es das ist, ist es eine Autoimmunproblematik, also wirklich eine Entgiftungsgeschichte auch, ja. Auch was den Säurehaushalt, Säurebasenhaushalt, Riesenthema, ja. Und aber da schlägst du eben durch die richtigen Konzepte oder das richtige Konzept, alle fliegen mit einer Klatsche. Und das ist das, so muss es gehen und so geht es dann auch, ja. Also genau. Und wie hast du das alles dann gelernt? Wie bitte? Also, was waren so deine Wissensquellen? Wie hast du das gelernt? Also du hast dann gesehen, okay, ich habe Akneninversa. Ja. So teilweise durch die Diagnose beim Arzt, wahrscheinlich auch teilweise durch die Recherche im Internet. Genau. Und wie bist du dann zu diesem Wissen gekommen? Was hat dir die Idee gegeben, jetzt mit Ernährung das Ganze zu probieren? Ja, das war eben irgendwann eine logische Folge, dass man sagt, okay, kann das auch mit dem Lebensstil irgendwo zusammenhängen, ja? Und dann guckst du eben nach und bei den in den USA zum Beispiel ist die Informationsdichte dann noch viel krasser als bei uns, ja. Und da habe ich zum Beispiel erste Indizien gefunden, was ist Akneninversa? Und ja, okay, du kannst mit dem Lifestyle was machen, ja. Und schlussendlich war ich bei einem Heilpraktiker, ja, und es wurde eine Dunkelfeldmikroskopie, also Dunkelfeldanalyse gemacht. Und da wird das Blut im Prinzip direkt genommen, auf den Träger gepackt, ins Mikroskop rein und du siehst, was im Blut los ist, im lebendigen Blut, sag ich mal. Ja. Und da siehst du dann eben, dass da Pilze zum Beispiel drin sind, ja, die dann nichts verloren haben eigentlich. Ja. Und wie kommen die da hin, habe ich den Arzt auch gefragt. Ja, wie kann das denn sein? Da hat er gesagt, ja, es kommt über den Darm, Leaky Gut ist da zum ersten Mal gefallen, ja. Und über diesen Begriff Leaky Gut, ja, bin ich im Prinzip, das war der Anstoß zu allem oder die Dunkelfeldanalyse, da habe ich verstanden, okay, das ist ja wirklich ein systematisches Problem. Das ist nicht irgendwas, was man mit irgendeinem Move erledigt, ja, sondern das ist wirklich ein chronisches Problem auch vom Darm, ja. Und da bin ich dahin gekommen. Da bin ich dann auf Darmgesundheit gekommen und da habe ich angefangen, ja. Und da habe ich eben zum Glück dann auch relativ schnell die richtigen Sachen umgesetzt und rausgefunden über Recherchen und Studien natürlich, ja, was ich in die Finger gekriegt habe. Also ich bin da wie ein verrückter Professor. Ich höre nie auf, sitze da bis 2, 3 Uhr nachts und haue mir das Zeug rein, weil ich es auch wissen wollte und immer noch wissen will. Ja, das ist immer eine Reise, die geht immer weiter. Man will besser werden und die Sachen besser verstehen, noch bessere Lösungen bieten.
Und da war ich immer ein sehr verbissener Typ und das hat mir da sehr geholfen, ja, dass ich da auch mal mit offenen Augen über den Tellerrand schauen, ja. Andere Themen da eben versuchen zu verknüpfen und zu sagen, okay, so, 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 ja, und dann kommst du auf Geschichten wie auch pflanzliche Ernährung auch eben, ja, das ist ein wichtiges Thema. Also wir Menschen sind, wir sind im Prinzip schon alles Esser, aber wir brauchen die pflanzliche Ernährung, ja. Das hängt schon allein mit den Ballaststoffen zusammen, ja. Wenn wir zu wenig Ballaststoffe kriegen, und da gibt es auch viele Studien, dann ist die Flora nicht divers genug, ja. Und das hängt auch wiederum mit Rohkosternährung. Es muss halt immer die Balance halten, ja. Fleisch in guter Qualität, tierische Produkte kann man machen, absolut, ja. Hat auch Vorteile, aber nicht eben nur Vorteile, ja. Und genauso Pflanzen, da musst du auch wiederum wissen, worauf ist zu achten, wo sind Gifte drin, ja, was sind wirklich, oder das soll vor Fressfeinden schützen, rohes Getreide, Hybridgetreidesorten, ja, das Obst ist nicht mehr das, was es war, dann hast du Nachtschatten, das sind alles Themen, die aber schlussendlich, wenn man es versteht, relativ einfach zu lösen sind. Ja, und da geht es wirklich um die Auswahl und das Verstehen, ja, im Ganzen. Und auch Getreide wird immer gesagt, ja, Probleme im Darm, Getreide, Glutenunverträglichkeit, ja. Früher wurde das auch nicht so gegessen, ja. Also rohes Getreide, es wurde fermentiert, also gegärt über Natursauerteig, ja. Und das siehst, ist so, ja, da wird Gluten abgebaut auch, ja, erheblich sogar. Und eben Antinährstoffe abgebaut und andere Nährstoffe potenziert, wie Aminosäuren, ja, oder das Keimen auch von Getreide, sehr wertvoll. Und das sind einfache Lösungen. Wir haben das heute alle online, können wir alles Mögliche bestellen, aber man muss eben wissen, worauf es ankommt. Und das sind viele Nuancen, aber man muss auf wenig verzichten. Ja, ich sag mal klar, dieser industriellen Lebensmittel sind immer schlecht, aber wie ich eben sage, 80-20, klar, wenn man jetzt ein Problem hat, würde ich auf 90 bis 100 gehen. Aber für einen gesunden Menschen kannst du mal einen Burger essen, kannst du das mal alles machen, wenn die Basis stimmt, genau. Und so, früher war ich da sehr militant auch, und es gibt ja auch sehr viele militante Menschen in diesem Bereich, die sagen, ja, du musst vegan und alles andere ist völlig, also, ne, das sind schlechte Menschen. Das ist nicht so, ja. Also ich bin kein Fan von diesen Dogmen und diesen, du musst das, weil jeder Mensch ist auch ein bisschen unterschiedlich und er braucht aber die Basis, ja, und dann kannst du dein Rotwein oder dein Bierchen mal trinken, dein Burger essen, deine Eier und sonst was oder auch mal ein Stück Käse eben, ja. Milch muss nicht sein, da gibt es gute Alternativen, aber das ist auch, wir sind Genussmenschen und die Psyche spielt auch eine Rolle, ja. Und gerade wenn du akut, dir geht's gut, dann gönn dir auch mal ein bisschen was, aber Basis muss stimmen, ja, genau. Was mich noch interessieren würde, jetzt auch zum Abschluss, vielleicht mal so ein Einblick, beziehungsweise was ist denn deine, wo du sagst, deine Erfolgsgeschichte mit einem Klienten, mit einer Klientin, wo du sagst, die ist mir wirklich ans Herz gewachsen und da habe ich echt gedacht, vielleicht am Anfang, das ist ausweglos und dann hat es doch irgendwie geklappt. Vielleicht hast du da eine gute Geschichte noch. Aber wir haben jetzt viel über Sachen geredet, die schief gehen können, viel über was man, auf was man verzichten muss, viel auch vielleicht ein bisschen Angst gemacht für jeden, für Leute, die das sich nicht mit dem Thema auskennen, wie vielseitig das alles ist. Aber vielleicht, um zum Abschluss noch so ein bisschen Mut zu machen, dass es eben auch möglich ist, eine Lösung zu finden. Was würdest du sagen? Was ist so deine schönste Erfolgsgeschichte? Ja, das ist immer der schönste Lohn, wenn man den Menschen dann helfen kann und die melden sich oder du kriegst Postkarten zu Weihnachten von Leuten, das weißt du gar nicht mehr, die haben dein Buch gelesen und ja, Ja, denen geht es klar. jetzt gut. Aber ich weiß, also ich habe viele Geschichten im Kopf und habe da immer eben meine Schlüsse draus gezogen und draus gelernt, viel. Aber das Schönste war wirklich einmal, das war eine, also im Teenageralter, ich glaube 15, 16, junges Mädchen. Und die Mutter hat sich da mal gemeldet. Und eben auch Akneinversa. Und da sieht man eben, das kann auch eben schon früher losgehen. Ja, also das ist nie generell ab, das, ja. Das ist, und die hatte das wirklich schon jahrelang und große Probleme. Und das hinterlässt auch Narben, ja, im Achselbereich, im Intimbereich mit der Zeit, ja. Und deswegen muss eben auch dann teilweise die Haut oder wird die dann auch entfernt. Was heißt muss, ne, aber wird dann auch entfernt. Da muss man immer gucken, ob das, inwiefern das individuell dann notwendig ist. Kann Arzt am besten entscheiden, ja, aber auch selber eben mal Kopf drüber machen, so. Und vieles kann sich regenerieren, aber eben da, die hat sehr gelitten, wie alle Menschen natürlich, die da ein Problem haben, völlig klar. Aber gerade in dem jungen Alter berührt dann das auch, da meldet sich die Mutti dann und sagt, okay, holt dann noch Infos ein, fragt gewisse Sachen nach und hat sich dann eben auch mein Buch gekauft damals.
und haben die gearbeitet. Ja, die haben noch ein paar Fragen gehabt, habe ich gesagt, okay, so und so. Und hab gesagt, ich sage immer, ja, dann können Sie sich ja nochmal melden und dann machen wir irgendwie ein Zwischenfazit. Ja. Und dann hat sie sich wirklich nach 4, 5 Wochen hat sie wieder geschrieben, eine E-Mail und hat gesagt, ja, also Wahnsinn, was in dieser Zeit passiert ist. Und also ihre Tochter hat wirklich überhaupt kein, und die hat extrem drunter gelitten. Immer lange Klamotten und gerade im Ja. Sommer, ne, immer alles zu, weil das, die gehen nicht zum Baden, die schämen sich im Bikini und so. Das ist völlig logisch, ja. Ja. Das ist extremer Leidensdruck für so ein junges Mädchen. Und da hat sie geschrieben, okay, sie hatte letztes Wochenende zum ersten Mal wieder ein Trägerkleid an, wo die Achseln frei waren, weil sie einfach keine Entzündung hatte. Ja. Und hat sich da mega gefreut, ist ultra happy. Und ja, so Sachen, die geben einem ultra Motivation, dass man sagt, klar, so muss das sein. Und dafür machen wir das ja schlussendlich auch. Und, Genau, ja, sehr schön. Hört sich ja. gut an. Hast du noch mal was gehört von ihr, wie es jetzt weitergeht? Da Hat habe sie ich langfristig das konkret, Ding? ich krieg so, ich habe so viele Nachrichten und was ich jeden Tag am Mail schreibe und mit Leuten Kontakt habe, wo ich da jetzt konkret mit manchen bin ich länger in Kontakt, aber ich sage auch immer, ich muss mich ja auch konzentrieren auf die Leute, weil wenn alle mir immer schreiben, dann bist du den ganzen Tag nicht mehr fertig so. Aber da Da hörst du freue ich immer, da. dann kriegst du eine Weihnachtskarte, da ist mal was drin oder Kekse, ich habe alles Mögliche schon da gekriegt. Das ist natürlich immer süß. Ja, Und das sehr Wichtigste schön. ist da, ja, das ist gut fürs Herz auch, ja. Also, und dafür mache ich das wirklich. Also, natürlich, wir müssen von irgendwas leben, keine Frage. Und aber man muss das mit einer gewissen Leidenschaft und auch dem Ziel im Kopf haben, okay, es geht hier um Menschen, denen es richtig beschissen geht. Und wenn du das selber hattest und weißt, wie beschissen es dir da geht, ja, und was für Gedanken du hast, dann versteht man noch erst, was das schlussendlich für einen Wert hat, ja. Und der ist unfassbar, ja, also und deswegen werde ich da immer weitermachen und gebe da Vollgas, genauso wie ihr. Das so muss das sein, ja, und absolut Faust hoch. Das ist eine, genau, So ist mega, richtig, mega, ja. der Effekt, man. Sehr cool. Genau. Alles klar, super. Und Dann vielleicht zum Abschluss noch, wenn ich jetzt jemand wäre, der Akne inversa hat, wo kann ich dich finden? Wie kann ich dich kontaktieren? Wie komme ich mit dir in Kontakt? ja, also ich habe mehrere Webseiten auch. Ich mittlerweile habe ich eben viele, viele Geschichten, wo ich helfe konkret. Ja, man findet mich immer über Google Jakob Niebler eingeben, Jakob mit C oder eben meine Mail kann man mir auch schreiben, info@changeforyou.de. Aber ihr findet mich, wenn man mich sucht, meinen Namen, dann findet man mich auf jeden Fall. So haben wir dich ja auch gefunden. Wir haben Genau, uns so für ist das das. Thema interessiert, Akne inversa eingegeben, ein paar Seiten angeschaut und da warst du schon mehrfach vertreten. Genau, wir sind da präsent. Genau so ist es. Alles klar. Gut, dann bei allen Zuschauern, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr irgendwie weitere Fragen dazu habt, schreibt uns gerne, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles, wir beantworten alles. Und in dem Sinne, allen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Bedanke ich Macht's mich gut, auch. ne?